Hallo an alle, mein Name ist Yafit Marjan, ich bin Coach in Berlin und heute will ich dich nochmal daran erinnern, was wenn du traurig bist, musst du wirklich dir Folgendes vorstellen, alles was dich traurig macht, hat eigentlich nur mit der Vergangenheit zu tun. Weil in diesem Moment, in diesem exakten Moment, wo du jetzt dieses Video anschaust, passiert gerade eigentlich nichts. Egal wann, wenn gerade was passiert ist, auch wenn es gerade frisch vor einer Sekunde passiert ist, ist trotzdem noch vor einer Sekunde und jetzt noch vor 2 Sekunden und vor 3 Sekunden und so weiter. Es ist alles Vergangenheit. Natürlich ist die Vergangenheit auch wichtig, aber um diese Traurigkeit nicht weiter voranzubringen und noch schlimmer zu machen, ist es sehr wichtig, dass man sich an diesen Carpe Diem sich erinnert von Horazio auf Italienisch, der römische Dichter. Also nutze den Moment oder pflücke den Moment oder pflücke den Tag oder nutze den Tag, wie auch immer man das übersetzen will. Benutze den Tag, also nutze den Tag bedeutet nicht einfach nur Spaß haben und einfach vergessen, sondern es geht darum, also damals war zumindest eher so gemeint, tue heute was Besonderes, tue heute die Dinge, die du tun musst, aber auch mach was Besonderes daraus. Also nutze den Moment, weil jede Minute deines Lebens ist wichtig. Alles, was du gerade jetzt tust, ist einfach im Jetzt und alles, was du damals gemacht hast, vor einer Minute, vor 3 Minuten, vor 3 Jahren, war auch in dem Moment im Jetzt. Und alles, was du tun wirst, morgen, übermorgen, ist auch in dem Moment dann nur jetzt. Und wenn du das so verstehst, dass dieses Jetzt, dieser Moment wichtig ist, dass dein ganzes Leben nur auf viele, viele, viele Jetzt-Momenten gebaut ist, dann weißt du, wenn du diesen einen Moment verpasst, wenn du diesen Moment nicht wirklich genießt, nicht wirklich glücklich, nicht wirklich dankbar bist vor allem, dann wirst du nach viele, viele, viele Momenten irgendwann zurückschauen und sagen, ups, ich habe so viele Momente verpasst, viele Momente nicht das Leben genossen. Wie kann man das Leben genießen, wenn man etwas Trauriges erlebt hat, trotz allem? Man soll erstmal sich auf dem konzentrieren, was man hat. Und das ist die Form, die man hat, das ist der Körper. Der Körper muss erstmal sozusagen helfen, dass man zurückschaut in sich selbst, in diesem Körper, wo ist die Energie, was spüre ich gerade, wo spüre ich die Energie, wie fühle ich mich gerade. Wenn ich mich nicht ganz wohl fühle, dann versuch mal erstmal mit deinem Körper dich wohl zu fühlen, wenn das irgendwie möglich ist. Dass du vielleicht mal rausgehst, dass du ein bisschen Sport machst, dass du eine Aktivität machst. Oder versuch einfach, wenn es mit deinem Körper alles okay ist, wenn du atmest und alles ist okay und in dem Moment, wo du jetzt schaust oder wenn du jetzt fertig bist, in dem Moment danach, dann kannst du anschauen, was ist dir wichtig heute? Was willst du heute wirklich tun? Von Dingen, die du alle machen musst, vielleicht machst du die trotzdem alle, aber versuch mal irgendeine Sache dazwischen zu legen, die dir wirklich Freude bringt. Oder noch am besten versuch alles mit Freude zu tun. Alles, was du zu tun hast. Weil eigentlich alles, was du tust, hast du mehr oder weniger selber entschieden. Weil ob du jetzt, keine Ahnung, Steuererklärung machen musst oder ob du jetzt, weiß ich nicht, jemanden begleiten musst oder irgendwie was weiß ich, im Krankenhaus jemanden besuchen musst oder du selber im Krankenhaus musst, trotzdem, es ist etwas, was da rauskommt aus dem alles, was du vorher gemacht hast. Also, alles, was du gemacht hast, hat dich heute hierher gebracht. Alles, was du gedacht hast, hat dich hierher gebracht, um dieses Video zu schauen. Und so, versuch mal zu schauen, okay, was will ich heute machen, damit ich morgen eine andere Situation habe, damit ich morgen mich besser fühle, muss ich mich heute besser fühlen. Also Glück ist im Jetzt, in diesem Moment. Und das ist auch, was Eckhart Tolle sagt, dass man eben im Jetzt leben soll, also in dem Moment. Wenn man das versteht, kann man auch wirklich alles, was einen bewegt hat, was dramatisch war, irgendwie aus einer Beobachterposition anschauen. Weil das war, was vorher war. Und das, was kommen wird, kann ich eigentlich schon jetzt aus dieser Beobachtersituation schauen. Also aus dieser Beobachterebene. Also lass alles hinter dir, lass einfach los. Vergiss deine Geschichte von ein paar Augenblicken. Jeden Moment deines Lebens, versuch mal wirklich
wenn du etwas machst, also rausgehen oder etwas isst, nur dich auf die eine Sache konzentrieren. Du kannst natürlich auch andere Dinge denken, aber wenn du merkst, dass die Gedanken negativ kommen, ach, mein Leben ist so blöd oder ich habe nur falsch gemacht oder ich muss nur so viel leiden, dann schneide sozusagen diese Gedanken ab und sag dir einfach, in diesem Moment brauche ich diese Gedanken nicht. Wenn es dir hilft, ist okay, aber wenn es dir nicht wirklich hilft, wenn du immer ständig daran, ja, eben Zeit verlierst, dann schau mal, dass du anstatt zu sagen, ich mache alles nur falsch, dass du einfach sagst, nein, jetzt kann ich was richtig machen. Also, ich drücke dir die Daumen, dass du den Moment genießt. Bis nächstes Mal. Ciao.